Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem sechsten Böll Global. Wir möchten uns heute Abend mit den Folgen, Auswirkungen der Covid-19-Krise auf Frauen in der Welt konzentrieren und auch an den Beispielen Brasilien und Nairobi und auch der Region Horn von Afrika darauf konzentrieren, was es für Frauen bedeutet, mit dieser Krise zu leben. Wie wirkt sie sich auf sie aus? Wie wirkt sie sich auch auf LGBTIQ-Menschen aus? Ich bin sehr, sehr froh, dass wir diese Veranstaltung heute machen können. Erstmal Grüße an Annette von Schönfeld in Brasilien. 38 Grad und einen schönen guten Morgen an dich, liebe Annette. Dann an Jana Prossinger in Sarajevo. Ich glaube, ihr habt viel Schnee und Kälte. Schön, dass du heute da bist und mit uns ins Gespräch gehst. Und Ulf zeigt sich auch. Ulf Terlinden, unser Büro in Nairobi, leitet er. Ich stelle sie gleich auch noch mal kurz vor. Ich bin Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und werde sie heute durch den Abend moderieren. Vor dem Virus sind alle Menschen gleich. Corona diskriminiert nicht, war zu Beginn der Pandemie durchaus zu hören. Und wir alle wissen längst, dass dem, weiß Gott, nicht so ist. Wie kein Ereignis zuvor hat Covid-19 weltumspannend Ungleichheiten entlang schon ohnehin bestehender Trennlinien sichtbar gemacht wie nie. Und diese Trennung, die Unterschiede zwischen Geschlechtern, die Unterschiede im Sozialen, die Unterschiede zwischen Schwarz und Weiß mehr als verstärkt. Der am Montag dieser Woche erschienene Oxfam-Bericht bezeichnet zu Recht Corona als Ungleichheitsvirus. Dort in diesem Bericht von Oxfam heißt es, die Pandemie sei eine Zäsur in der Geschichte der Menschheit, weil zum ersten Mal seit ihrer statistischen Erfassung Ungleichheit in praktisch allen Ländern zur gleichen Zeit anzusteigen droht. Diese Befürchtung wird durch eine von Oxfam durchgeführte Umfrage unter 295 Wirtschaftswissenschaftlerinnen aus 79 Ländern gestützt. Mehr als die Hälfte dieser Wirtschaftswissenschaftlerinnen sind der Ansicht, dass die Ungleichheit auch zwischen den Geschlechtern wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich zunehmen wird. Und laut UN Women, also der UN-Organisation, die sich mit Frauengleichheit oder Ungleichheit beschäftigt, scheint es so, als ob 25 Jahre feministische Errungenschaften zunichte seien. Die ersten Zahlen zu all diesen Trends sind nicht nur Behauptungen, liegen vor. Weltweit sind rund 740 Millionen Frauen in der informellen Wirtschaft tätig. Und alleine im ersten Monat der Pandemie sank ihr Einkommen um 60%. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie verdrängen Frauen viel stärker als Männer aus der Arbeitswelt und machen jahrelange erkämpfte Fortschritte ihrer Beteiligung am Erwerbsleben oder in der Bildung junger Mädchen zunichte. Wir wissen außerdem, Frauen schultern den größten Teil der Sorgearbeit und arbeiten in Jobs, die schlecht bezahlt werden, aber essentiell für den Fortbestand all unserer Gesellschaften essentiell sind. In der Zeit erzwungener Quarantänen und mangelnder Rückzugsmöglichkeiten in den Wohnungen nehmen zudem Stress, Alkoholkonsum, Aggression und Gewalt rasant zu. Frauenrechtsorganisationen, auch das wissen Sie, schlagen Alarm, genauso wie soziale Einrichtungen und belegen, wie sehr die häusliche Gewalt im Kontext der Pandemie zugenommen hat. LGBTIQ-Menschen können sich in Zeiten des Lockdowns noch weniger gegen Diskriminierung und Gewalt wehren. Sie können ihr buchstäblich nicht entfliehen. Auch darüber werden wir heute sehr ausführlich sprechen. In Großbritannien zum Beispiel verzeichnet die Helpline LGBT Foundation
im März, April 2020 einen Anstieg der Anrufe zum Thema Asyl und Flucht um 260% im Vergleich zu den Monaten davor. Trans- und intergeschlechtliche Personen beschreiben sehr eindrücklich dann, wenn sie den Raum auch dafür haben, wie sehr ihre psychische Gesundheit während der Pandemie sich verschlechtert hat. Zu all diesen Themen werden wir heute Abend reden mit meinen drei Gästen, die ich ja schon kurz vorgestellt habe. Wir, das sind Jana Prosinger aus Sarajevo. Sie leitet das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung, die globale Einheit für Feminismus und Geschlechterdemokratie, die wir aufgebaut haben. Schön, dass du da bist. Du wirst uns ja vor allem auch über die globalen Trends hier einen Eindruck geben und einen Überblick geben. Herzlich begrüßen nochmal Ulf Terlinden von unserem Büro Nairobi. Ist ja auch ein Büro, das für das Horn von Afrika zuständig ist. Du wirst uns also vielleicht auch ein bisschen berichten oder informieren darüber, wie über Nairobi hinaus auch in anderen Ländern die Pandemie sich auf Frauen auswirkt. Und herzlich willkommen Annette von Schönfeld, schon mal im ersten Böll Global dabei, als wir überhaupt darüber gesprochen haben, wie sich die Pandemie in Brasilien auswirkt. Heute jetzt nochmal speziell zum Thema Frauen und LGBTIQ-Personen. Wir gehen so vor, das möchte ich Ihnen schildern und ich hoffe, das klappt, dass wir jeweils entlang von Themensträngen diskutieren. Jana Prosinger wird jeweils einführen. Der erste Block sind die sozioökonomischen Folgen für Frauen. Der zweite Block wird sich mit dem Thema Auswirkungen und Gewalt der Gewaltsituation von Frauen beschäftigen. Annette von Schönfeld und Ulf Terlinden werden pro Themenstrang dann jeweils zu ihren Ländern berichten und uns eindrucksvoll wahrscheinlich untermauern, wie diese globalen Trends sich sehr konkret in Brasilien oder in Kenia anfühlen. Wir werden ausführlich über die Situation von LGBTIQ-Personen sprechen. Und im vierten Block, ich bitte Sie um Geduld, werden wir auf jeden Fall auch über Gegenstrategien, Forderungen, was sind Lösungen, wie sich Frauen eben auch wehren gegen die negativen Auswirkungen, wo gibt es Hoffnung, wo gibt es positive Ansätze sprechen. Sie werden auf jeden Fall im letzten Teil dieser Veranstaltung zu Wort kommen. Nutzen Sie dafür bitte das Fragen- und Antwort-Tool, also Question and Answers oder F&A. Im Chat werden wir bestimmte Informationen für Sie posten, Publikationen, auf die wir Sie aufmerksam machen. Aber für Fragen bitte ausschließlich den Fragen- und Antworten-Kanal nutzen. Und unsere Kollegin Alexandra Sitenko wird Fragen bündeln, Fragen filtern und wird dann hier Ihre Fragen einsprechen. Und sagen Sie auch bitte, ob Sie speziell Fragen an Frau von Schönfeld haben oder an Ulf Terlinden oder an Jana Prosinger. Ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Abend und bin jetzt nun gespannt, was uns Jana Prosinger im ersten Themenblock präsentieren wird. Das sind die ökonomischen Folgen im Kontext der Pandemie und zwar globale Trends. Was sind die globalen Trends, die auch ganz gut über Daten und Fakten belegt sind? Jana, du hast das Wort. Danke, Barbara. Ich versuche gerade noch einmal kurz meinen Bildschirm zu teilen und hoffe, dass es jetzt gelingt. Das war grad schon. Hat es jetzt geklappt? Super. Hier hat es nämlich nicht bei mir ganz so gut geklappt, aber ich versuche noch einmal ganz kurz, dass es auch hier richtig ist. Hier ist irgendein Fehler, weil ich hier eine falsche Ansicht sehe. Das werde ich jetzt aber sehr gut gesehen, Jana. Genau, aber ich habe es nicht mehr sehen können. Dann funktioniert es nicht. Genau, aber jetzt sollte das klappen. Super. Jetzt, glaube ich, ist es soweit. Mhm. Wunderbar. Genau, bevor ich beginne, nochmal vorab, wenn ich heute von Frauen rede, dann meine ich alle, die sich als Frauen verstehen. Das Gleiche gilt für Männer. Und wenn ich von LSBTI oder LGBTI rede, dann sind damit Lesben, Schwule, Bi, Trans und intergeschlechtliche Menschen gemeint. Die Wirtschaft ist um circa 4,5% 2020 geschrumpft. Das ist die schlimmste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Die wirtschaftlichen Belastungen der Krise spüren viele und allerdings haben sie für Frauen eben besonders hohe Auswirkungen.
Ein paar Zahlen wollte ich Ihnen und euch gerne präsentieren. Denn das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen wird weltweit zunehmen. Schon im ersten Monat der Pandemie sank das Einkommen von Frauen um 60% weltweit. 54% der Frauen, die arbeiten, haben ihren Job verloren. 57 Millionen mehr Frauen werden 2021 in Armut leben. Frauen leisten in der Pandemie mehr als 80% der unbezahlten Care-Arbeit, also der Sorgearbeit. Und das liegt vor allem daran, dass 40% aller erwerbstätigen Frauen, also 510 Millionen Frauen weltweit, in von der Pandemie stark betroffenen Sektoren arbeiten. Im Gesundheitssektor sind es weltweit sogar 70%. Der Gender Pay Gap ist auch ohne die Pandemie im Gesundheitssektor sogar schon bei 28%. Oftmals sind diese Frauen auch in Berufen tätig, die eben nicht im Homeoffice getätigt werden können, sodass sie wegen der Care-Arbeit ihre Jobs kündigen müssen. Und es liegt auch daran, dass 58% der Frauen im informellen Sektor arbeiten, sie also bei Jobverlust keine Absicherung haben. An den wenigen Zahlen, die ja sehr binär sind, also sehr stark Männer und Frauen in den Blick nehmen, wird schon deutlich, dass wie jede andere Krise eigentlich auch diese Krise eben nicht genderneutral ist und eigentlich auch gar nicht sein kann. Denn auch wenn das Virus nicht diskriminiert, trifft das Virus ja auf Gesellschaften, die diskriminierende, antifeministische und rassistische Strukturen, Gesetze, internalisierte Werte und Verhalten mit sich bringen. Und es macht eben zusätzlich noch einen Unterschied, welche Identität jemand ansonsten mit sich bringt, woher man kommt, welchen Bildungsabschluss, welcher Beruf man hat, in welchem Land man lebt. Und es macht auch einen Unterschied, welche Hautfarbe jemand hat. Menschen, die schon bisher stärker betroffen waren von Ungleichheit, werden diese Krise noch stärker zu spüren bekommen. So ist beispielsweise die relative Armut im informellen Sektor in reichen Ländern nur 21 Prozentpunkte gestiegen, in Ländern mit geringem Einkommen aber um 56 Prozentpunkte. Frauen, die zufälligerweise in armen Ländern, in ärmeren Ländern leben, werden also die Krise viel heftiger zu spüren bekommen. Auch MigrantInnen, Romnia oder andere Minderheiten sind von den Folgen sehr viel stärker betroffen. Frauen, die in Slums leben oder obdachlos sind, Frauen, die alleinerziehend sind, Frauen mit Behinderung. In den USA haben sich zwei Hashtags entwickelt, Color of Covid und Gender of Covid. Denn gerade in den USA wird besonders sichtbar, wie sich diese Überlappung dieser Identitäten auswirkt. People of Color arbeiten entweder im informellen Sektor und haben durch die Krise ihre Jobs verloren oder sie arbeiten im Gesundheitsbereich und sind nun systemrelevant, aber immer noch stark unterbezahlt. Genau, hier geht's weiter. Es sind eben genau diese Frauen, die unser Leben, die Gesellschaften gerade am Laufen halten. PflegerInnen, KassiererInnen, LehrerInnen, VerkäuferInnen, Putzkräfte beispielsweise. Obwohl sie nun in vielen Ländern als systemrelevant gelten, hat sich ihre Situation eher verschärft als verbessert. Trotz der vielen Gesten, das Klatschen von Balkonen beispielsweise, hat sich an dieser unterirdischen Bezahlung sehr wenig geändert. Auch ist es nichts Neues, dass Frauen die meiste Sorgearbeit, also diese unbezahlte Care-Arbeit, übernehmen. Schon vor der Krise haben weltweit Frauen dreimal so viel Care-Arbeit geleistet. 4,1 Stunden pro Tag versus 1,7 Stunden bei den Männern pro Tag. In dieser Krise wurden Frauen durch die Lockdowns regelrecht zurückgedrängt in die Häuslichkeit, in die Rolle der Hausfrau, die in Klammern, die oftmals zusätzlich noch einen 40-Stunden-Job erledigen mussten. Studien zeigen, dass 8% der Mütter darüber nachgedacht haben, hier ihre Arbeitszeiten zu verkürzen, wohingegen dies nur 2% der Männer getan haben. Die Zahl kommt aus Deutschland. Und auch hier sind die Frauen, die alleine Kinder großziehen, besonders belastet. Das sind auch in Deutschland 90% der fast 700.000 erwerbstätigen Alleinerziehenden. Sie spüren diese Dreifachbelastung aus Kinderbetreuung, Job und Haushalt in enormem Maße. Ja, was heißt das für Gesellschaften, wenn im Falle einer Krise die Frauen ihre Jobs verlieren, weil sie sich um die Kinder kümmern, weil sie den kranken Vater pflegen zum Beispiel? Schon Mitte Mai gab es in Deutschland drei unabhängig voneinander erhobene Studien, vom WZB, vom DIW und die Mannheimer Corona-Studie. Alle drei belegen eine Rollenverteilung zwischen Müttern und Vätern, die der unserer Eltern- und Großelterngeneration entspricht. Jutta Almendinger, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, spricht von mindestens 30 Jahren Rückschritt.
54% der Frauen im Senior Management Level aber haben ein Burnout durch die Pandemie entwickelt. Bei Männern sind es nur 41%. Die Care-Arbeit schlägt sogar bei denen zu Buche, die sich alle Unterstützung leisten können. Wie muss es dann eigentlich den Frauen gehen, die sich zusätzlich zur Care-Arbeit noch Sorgen um ihren Jobverlust machen müssen oder nicht wissen, wie sie das nächste Mittagessen bezahlen können? Und wie geht es Frauen, die in informellen Jobs arbeiten, nicht angemeldet sind, oder Frauen, die durch ihren Namen oder ihre Hautfarbe bei Jobbewerbungen diskriminiert werden? Um diese Frauen müssen wir uns Sorgen machen, Konzepte entwickeln und diese strukturellen Diskriminierungen verändern. Ob das auch weltweit so ist? Weltweit ist der Effekt wahrscheinlich noch sehr viel stärker als in Deutschland. UN Women spricht von Rückschritten, einigen Jahrzehnten feministischer Errungenschaften, die einfach durch die Krise ausgelöscht werden. Denn die Jobverluste sind so massiv, der finanzielle Verlust so hoch. Es gibt in vielen Ländern keine Sozialleistungen, die in Anspruch genommen werden können. Die Lockdowns, oft auch im globalen Süden rigoros durchgesetzt, führen, wie die Zahlen ja gezeigt haben, direkt in die Armut zurück. Diese Retraditionalisierung, und ich glaube, wir können davon sprechen, wird durch die vielen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Strukturen verstärkt, die das bedingen. Denn es wurde in den letzten Jahren, obwohl die Zahlen bekannt waren, wenig investiert, um die Geschlechterungerechtigkeiten im ökonomischen Bereich aufzufangen. Es ist eigentlich eine logische Folge, dass in einer Krise wie dieser die Frauen die Leidtragenden sind. Genau, und jetzt gebe ich hier wieder zurück nach Berlin und beende meine Bildschirmteilung. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Jana, für die globalen Trends, auch der Hinweis darauf, was es auch für Deutschland heißt. Viele, viele Stichworte wie Sorgearbeit, informeller Sektor, Jobverlust, Retraditionalisierung. Ich gebe an Annette weiter und möchte Annette bitten, uns mal zu sagen, was das eigentlich für die Frauen in Brasilien bedeutet, die ja auch in klassischen Dienstleistungsberufen arbeiten, die in der Care-Arbeit aktiv sind. Aber wir haben vor allem ja einen ganz großen informellen Sektor, in dem auch Frauen arbeiten. Wie ist die Situation? Wie wird sie diskutiert in Brasilien? Ja, hallo in die Runde an alle aus Rio. Danke Barbara, danke Jana. Ich fand deine Thesen jetzt sehr überzeugend und im Großen natürlich zutreffend auch für Brasilien. Wir haben hier in Brasilien die immer noch erste Welle des Coronavirus mit inzwischen ja fast 9 Millionen Infizierten und fast 220.000 Toten, nur um das nochmal so darzustellen, immer an dritter Stelle auf den großen Listen. Und ich wollte ein ganz paar Corona-Rahmenbedingungen sagen für Frauen hier in Brasilien. Ich habe jetzt recherchiert und festgestellt, dass Frauen in Brasilien für fast die Hälfte der Haushalte dass die Haupterwirtschafterinnen des Einkommens sind und dabei im Durchschnitt 27% weniger verdienen als Männer. Also dieses Einkommen ist entsprechend fast ein Drittel geringer. Das sind schon heftige Zahlen. 20 Millionen Frauen, das sind knapp ein Drittel aller Mütter in Brasilien, sind alleinerziehend. Und 57% von den alleinerziehenden Frauen leben unter der Armutsgrenze. Also das finde ich dann wirklich so, man kann sagen, Frauen sind ungleich stärker von Armut betroffen in Brasilien, sind viel ärmer. Und das gilt besonders für schwarze Frauen. Noch zwei andere Sachen aus der Corona, also jetzt Corona-spezifischer. Die Schulen und Kindergärten sind hier in Brasilien seit März zu. Ganz punktuell ist mal für den einen oder anderen Sektor so im September, Oktober oder Oktober, November das ein oder andere geöffnet worden wieder. Jetzt steht man aber vor den nächsten Schließungen, weil einfach die Zahlen wieder so hoch sind. Und diejenigen, die den Großteil dieser Kinderbetreuung übernehmen und auch das besondere Homeschooling, das sind eben alles Frauen. Und Homeschooling ist auch wieder so für die Ärmeren, also die an den öffentlichen Schulen, wo die ärmeren Menschen hier hingehen, ist die Homeschooling-Infrastruktur schrecklich. Das heißt, auf die Frauen kommt diese ganze Belastung noch dazu, eben mit den Kindern da zu pauken, was kaum zu leisten ist. Und insgesamt hat eine unserer Partnerorganisationen gerade eine Studie gemacht mit 1500 Teilnehmenden, Männern und Frauen, die haben alle gesagt, die Hausarbeit ist während der Pandemie um ein Drittel gestiegen und die Frauen machen doppelt so viel Hausarbeit wie Männer. Nur um das ganze Setting zu sehen. Hier in Brasilien sind sehr viele Frauen arbeitslos geworden, 30% im formellen und 70% im informellen Sektor.
Und die 70% im formellen Sektor. Ja, 30 im formellen und 70 im informellen. Mhm. Und der Anteil von Frauen, die arbeiten, liegt mit 46,3% auf dem niedrigsten Stand seit 30 Jahren. Also 52,9% waren das noch 2019. Da kann man, ja, sind 210 Millionen oder 211 Millionen Einwohner in Brasilien. Die absoluten Zahlen habe ich jetzt nicht gesehen, aber da haben viele, viele Frauen ihre Arbeit verloren. Und zwar zum einen wegen der Wirtschaftskrise durch Covid. Das waren Personen, die nicht Frauen, die nicht im Homeoffice arbeiten können, Verkäuferinnen. Hier war es so, dass 4 Monate lang das ganze Leben im Grunde stillgestanden hat, also auch die Läden zu waren, der öffentliche Raum gesperrt war, die Schulen sowieso. Und seitdem geht es langsam wieder in eine Normalität, trotz der Corona-Zahlen. Aber die ganzen Jobs, die Wirtschaft ist nicht wieder angelaufen, so mit der berühmten V-Form, die man immer vorher gesagt hat, sondern viele der Jobs sind eben auch mittelfristig, vielleicht langfristig verloren. Das sind die Verkäuferinnen, das ist der ganze Bereich der Schönheit, also Schönheitssalons, Nagelstudios, wie unendlich viele Frauen in dem Bereich beschäftigt sind. Das ist wirklich phänomenal hier in Brasilien. Die Tourismusbranche erholt sich natürlich überhaupt noch gar nicht. Da arbeiten sehr viele Frauen. Und dann noch einmal eine Zahl zu den Hausangestellten. Es gibt 7 Millionen Hausangestellte in Brasilien. Wow. 4 Millionen davon sind schwarze Frauen. Die meisten oder sehr, sehr viele davon haben ihren Job verloren. Ganz wenige durften wirklich zu Hause bleiben, sind trotzdem entlohnt worden von ihren Arbeitgebern. Und viele mussten dann zur Arbeit antreten und hatten halt ein unglaublich hohes Infektionsrisiko, weil die im Durchschnitt 2 bis 3 Stunden am Tag mindestens in öffentlichen Verkehrsmitteln um zur Arbeit zu kommen. Vielleicht noch ganz kurz, also, und der ganze Straßenhandel und so ist natürlich auch weggefallen, monatelang. Die Frauen waren natürlich ganz fantasievoll und haben dann angefangen, Masken zu nähen und sind Fahrradkurierinnen geworden. Das hatte man vorher überhaupt nicht. Aber das sind natürlich Bruchteile von dem, was es vorher gab. Vielleicht noch eine letzte Information. Es hat von der Regierung ein Programm gegeben für alle Menschen, die kein Einkommen mehr haben, von fast 100 Euro. Das ist über 6 Monate gelaufen. Da sind 63 Millionen Anträge bewilligt worden. Nur um mal zu sehen, wie viele Menschen sind hier unsichtbar eigentlich in Brasilien. Das genaue Männer-Frauen-Verhältnis habe ich dabei nicht gefunden, aber inzwischen ist ist das ausgereizt. Es gibt kein Geld mehr dafür. Seit Januar ist das Programm nicht mehr existent. Mhm. In Care-Berufen sind 87% des Krankenpflegepersonals Frauen und bei der Altenpflege 85%. Und Frauen machen nicht so viele öffentliche Jobs. Die Bürgermeister, also bei den Kommunalwahlen, sind weniger Frauen angetreten im letzten Jahr, weil sie einfach keine Zeit mehr hatten. Also eine Frage wäre eben genau gewesen, was gibt es denn so für Selbsthilfeinitiativen? Wie helfen sich die Menschen in diesem Kontext? Wie unterstützen sie sich, wenn eben die Existenz, also das tägliche Leben und Überleben ja massiv gefährdet ist. Kannst du da noch einen Satz dazu sagen? Ist ganz schwer. Also in den armen Vierteln ist natürlich das Social Distancing sowieso eine Theorie und keine Praxis, weil die Menschen viel zu eng beieinander leben. Das heißt, Familien gehen sehr, also Mütter, Töchter, Schwestern, die Familie im Großen hilft sich aus, wo immer das geht. Und wie gesagt, man hat versucht, da irgendwo noch wieder Geld auch zu machen, wo es dann möglich ist. Also dann werden eben die Produkte geändert, die verkauft werden. Dann wird zu Hause gekocht und Delivery auch aus der Favela organisiert. Also das ist schon sehr fantasievoll. Ich finde toll, wie fantasievoll der informelle Sektor ist. Aber nichtsdestotrotz ist der Einkommensverlust enorm gewesen. Mhm. Ja, vielen Dank soweit. Wir könnten endlos zuhören. Ulf, in Kenia ist ja auch ganz massiv wirtschaftlich betroffen von den Folgen der Pandemie. Wie wirkt sich das auf Frauen aus, wie auch auf die Geschlechterverhältnisse? Bericht uns doch, was du so zusammentragen kannst, wie es in Kenia aussieht. Ja, vielen Dank an alle Kolleginnen. Ich muss mal vorneweg sagen, die Armut fängt bei uns schon bei der Datenarmut an. Wir haben jetzt sehr viel Statistiken gehört,
Damit kann ich so gut wie gar nicht vorhalten. Also unsere Armut ist weit weniger erforscht und damit auch die Auswirkungen der Pandemie, nicht mal nur spezifisch auf Frauen und auf LSBT-Community bezogen, sondern ganz allgemein mit einer sehr dünnen Zahlenlage. Was ich beschreiben möchte, bezieht sich vor allem auf urbane Räume, wo die Pandemie sich am meisten ausgewirkt hat. Insbesondere die arme Bevölkerung innerhalb der Großstädte und besonders in Nairobi, was eigentlich ein Kontext ist, der mit vielen anderen Großstädten in der Region vergleichbar ist, durchaus. Die grundsätzliche Situation, was Corona betrifft, muss man vielleicht vorneweg mal sagen, wir sind jetzt bei ungefähr 1750 Toten seit Beginn der Krise insgesamt in den offiziellen Statistiken. Die letzten Tage so ungefähr 130 neue Fälle am Tag im ganzen Land. Das heißt, also nach allem, was wir wissen, gibt es auch keine große Dunkelziffer. Also die Situation in den Krankenhäusern ist damit mehr oder weniger im Einklang. Selbst wenn wir mit einem Faktor 2 oder 3 mit diesen Zahlen daneben lägen, ist die Realität, was die Pandemie angeht, eine ganz andere. Und die unmittelbaren Auswirkungen der Erkrankung, die konzentrieren sich sehr stark auf die Reicheren. Ja, und man merkt das sehr stark, dass es einen Anteil sehr Wohlhabender gibt, in denen diese Krankheit vor allem beobachtet wird oder Krankheitsfälle beobachtet werden. Wir haben aber eine massive Reaktion der Regierung gehabt. Wir hatten einen Lockdown quasi vom ersten Tag des ersten Falls an, 5 Monate lang schwerste Beschränkungen, 9 Monate lang alle Schulen geschlossen. Und die eigentlichen Folgen der Pandemie liegen, kann man aus heutiger Sicht sagen, in den Folgen dieser Gegenreaktion und damit vor allem im Bereich der wirtschaftlichen Auswirkungen. Das geht sehr analog zu dem, was Annette über Brasilien erzählt hat, insbesondere im informellen Sektor, wo eben also vieles auf kurzfristige Produktion und Verkauf angelegt ist. Und im Moment, wo die Nachfrage zusammenfällt, fällt das Arbeitsangebot weg. In Mittelklasse-Haushalten ist das Hauspersonal weggeschickt worden, weil die Menschen sich selber vor Infektionen damit schützen wollten. Es sei denn, das war Personal, was im Haushalt lebte. Tagelöhnende und freiberufliche Dienstleisterinnen wurden praktisch überhaupt nicht mehr nachgefragt. Also die berühmten Wäschefrauen, die an Straßenecken sitzen oder, wie du auch gesagt hast, Kosmetikerinnen und Ähnliches. Die Nachfrage ist zusammengefallen. Die Leute standen von einem auf den anderen Tag ohne Einkommen da. Und ich möchte auch hervorheben, auch Sexarbeiterinnen in Kenia sind in besonderem Maße davon betroffen gewesen. Nicht nur sind Bars geschlossen worden und es gab eine nächtliche Ausgangssperre, sondern natürlich auch einen Nachfrageeinbruch aufgrund dieses Infektionsrisikos. Man kann auf Nairobi bezogen sagen, dass ungefähr 25% der Bevölkerung, das ist eine Schätzung, innerhalb von den ersten 6 Wochen ihr Einkommen verloren hat. Ja, Nairobi, auch da tut man sich schwer mit Statistiken. Wir denken hier an 4 bis 5 Millionen Einwohner. Davon 25% in wenigen Wochen. Das hat natürlich dramatische Auswirkungen. In den formalen Beschäftigungsverhältnissen ist es ganz ähnlich, insbesondere bei privaten Einrichtungen. Lehrerinnen, Pflegekräfte, Krankenschwestern sind zum Teil über Nacht freigestellt worden oder die Bezüge auf 20% gekürzt worden. Krankenschwestern hatten zudem die zusätzliche Belastung, wenn sie noch in Arbeit waren, dass sie alternative Unterkünfte brauchten, um ihre Familien eben in beengten Wohnverhältnissen nicht im Infektionsrisiko auszusetzen. Schutzkleidung, insbesondere in öffentlichen Krankenhäusern, gab es monatelang nicht. Und Ärztinnen und Krankenschwestern sind zudem, das ist fast eine Beleidigung, dann auch 5 Monate lang nicht bezahlt worden, sodass es jetzt einen Streik und öffentliche Proteste gibt aus dem Sektor. Ich würde gerne noch was zum sozialen Netz sagen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in Bezug auf die Folgen. Also wenn 1 Million Menschen ohne Einkommen dastehen, bewegen sie sich tendenziell sehr schnell in die ländlichen Räume. Das haben sie auch sofort getan, sobald die Reisebeschränkungen im Land aufgehoben waren, teilweise auch davor über Umwege. Das Land und die ländlichen Räume sind das soziale Netz und sind der Rückzugsraum, was aber auch wieder sehr stark mit Zusatzbelastung, insbesondere für Frauen, einhergeht. Es gibt eine Rückkehr in die traditionellen Rollen auf dem Land. Es gibt einen Zwang, sich unterzuordnen. Versorgerinnen werden zu gefühlt Belastung
für die Wirtschaft dieser Haushalte auf dem Land draußen. Und besonders dramatisch ist es da, wo Frauen mit ihren Kindern bei der erweiterten Familie unterkommen, insbesondere der Familie der Männer, wo sie dann oft auf besonders toxische Familienkonstellationen stoßen, nicht willkommen sind, als zusätzliche Belastung in einer ohnehin bestehenden Krise empfunden werden und das dann oft mit fast sklavischer Ausbeutung und Arbeitsleistung noch kompensieren müssen, also dann quasi die Familie des Ehemanns auch noch mit zu versorgen haben. Letzter Punkt, es ist nicht immer so, oder es ist eigentlich eher in der Minderzahl so, dass Familien zwei Einkommen haben, sondern es ist sehr verbreitet, dass die Frauen insbesondere die alleinigen Breadwinner sind. Und das hat natürlich in diesen Familien nochmal besonders dramatische Auswirkungen gehabt. Ja, also der Mann ist auch nicht die Rückfallposition. Gab es in Kenia sowas Ähnliches, wie Annette von Brasilien berichtet hat, Sozialtransfers, Auszahlungen, also in Brasilien 100 Euro pro Monat pro Familie. Gibt es sowas in Kenia überhaupt? Es gab ganz... Bitte? Das habe ich jetzt nicht gehört. Sogar pro Person. Und bei pro Person. Oh, das sind ja, viel mehr. Es gab im ganz geringen Umfang Programme im Sinne von Jugendbeschäftigung, so kleine Impulse. Wie viel davon wirklich angekommen ist, weiß man nicht. Es gab auch sehr viele Berichte über Korruption, insbesondere mit den Covid-Mitteln, die da versickert sind. Auch in der Beschaffung teilweise von Schutzkleidung und Masken und Ähnlichem versickert sind. Das war vor allem ein sehr großes Geschäft, das Ganze. Transfers hat es in der Form überhaupt nicht gegeben, insbesondere keine gezielten. Was es gegeben hat, sind Steuerkürzungen. Die Sätze sind runtergesetzt worden bis Ende des Jahres. Wobei die leider flächendeckend für alle gab es Rabatte. Was unter anderem dazu geführt hat, dass die zum Beispiel die 10 bestverdienenden Manager des Landes in dieser Zeit jeweils ungefähr 50.000 Euro an Steuern gespart haben. Das hat man in den Zeitungen lesen können. Natürlich vollkommen unsinnig. Von diesen Maßnahmen ist jetzt, insgesamt hat die Regierung ungefähr 750 Millionen Dollar Steuerausfälle gehabt dadurch, ist ohnehin hochverschuldet und hat diese Maßnahmen jetzt auch nicht fortsetzen können. Und seit Jahresbeginn bestehen die nur noch für die alleruntersten Einkommen, also die Grenze, wo die Steuern erhoben werden, die ist nach oben geschoben worden, liegt jetzt bei ungefähr knapp 200 Dollar. Ja, bestätigt nochmal auf andere Weise, warum Covid ein Ungleichheitsvirus ist. Er verstärkt nicht nur schon existierende Ungleichheiten, sondern die Maßnahmen, die getroffen wurden, hat auch nochmal einige reicher gemacht. Auch das zeigt der Oxfam-Bericht ja ganz gut. Ja, jetzt gehen wir zum nächsten Thema. Ich habe ja gesagt, wir diskutieren die Folgen der Covid-19-Krise auf die Frauen und auf LGBTI-Menschen entlang von Themen. Ich meine, alle wissen, wie sehr eben auch Gewalt zugenommen hat im Kontext der Pandemie. Und Jana wird jetzt wieder mit einer kleinen Präsentation die Trends zeigen, die mit der Gewaltzunahme durch Covid-19 zu tun haben. Und beide, Annette von Schönfeld und Ulf, werden das dann spezifizieren zu ihren jeweiligen Ländern. Geschlechtsspezifische Gewalt, Jana, trauriges Kapitel. Genau, sehr traurig. Die wirtschaftlichen Auswirkungen, über die wir ja gerade diskutiert haben, verschärfen tatsächlich auch in vielen Teilen der Welt die Abhängigkeit von Frauen gegenüber Männern. Ulf hat das ja auch so ein bisschen beschrieben. Und diese Lockdowns und Ausgebeschränkungen führen zu Stress und Spannungen in den Wohnungen, gerade bei Familien, gerade auf engem Wohnraum. Und schon im März wurde davor gewarnt, dass sich auch in dieser Pandemie, wie auch bei vielen anderen Epidemien, bei Ebola beispielsweise, die geschlechtsspezifische Gewalt verschärfen wird. Die Voraussage ist leider wahr geworden, das Zuhause bleibt der gefährlichste Ort für Frauen und Mädchen. Auch hier ein paar Zahlen. Wenn es denn klappt, jetzt klappt es. In den 12 Monaten vor der Corona-Pandemie waren nämlich weltweit 243 Millionen Frauen und Mädchen zwischen 15 und 49 Jahren häuslicher Gewalt ausgesetzt. Von 31 Millionen zusätzlichen Fällen in den ersten 6 Monaten wird ausgegangen.
ungefähr zwischen 20-30% mehr Fälle von sexueller Gewalt, also nicht häuslicher Gewalt, sondern unabhängig von der häuslichen Gewalt, sexueller Gewalt, davon wird auch ausgegangen. Ein Beispiel aus Liberia, da ist die Vergewaltigung um 27% gestiegen, also enorme Zahlen. 150% mehr Anrufe bei Hotlines für Betroffene sind weltweit ungefähr eingegangen. Ja, und der Bevölkerungsfonds der UN hat auch versucht, die Gründe zu untersuchen. Und angegeben worden sind da erstens zunehmender Drogenmissbrauch, dann ein Gefühl der Entmannung durch den Arbeitsplatzverlust von auch vielen Männern eben, die negativen Auswirkungen der Isolation und eben das beengte Wohnverhältnisse. Und ein Grund auch für die hohen Zahlen der sexuellen Gewalt sind nämlich die vielen verlassenen öffentlichen Orte. Durch die Lockdowns sind die Straßen leer. Es ist also auch leichter, wenn dann doch mal ein paar Leute auf der Straße sind, ja, da auch Gewalt anzuwenden. Wenn Frauen aus diesen Situationen herauskommen wollen, beispielsweise ihre PartnerInnen verlassen wollen, ist das auch enorm schwierig geworden, denn es gibt wenige sichere Räume. Denn viele Unterstützungsangebote, Hotlines, Notunterkünfte wie Frauenhäuser wurden eingestellt oder die Angebote stark zurückgefahren, weil die Gelder in die Covid-Maßnahmen gesteckt wurden. Und bei Anrufen wegen häuslicher Gewalt gibt es viele Berichte, dass die Polizei noch nicht mal vorbeikommt, sie sei mit der Einhaltung der Corona-Maßnahmen beschäftigt. Ja, und auch hier lohnt sich nochmal ein intersektionaler Blick. Es betrifft nämlich eben auch nicht alle Frauen gleichermaßen. Frauen, die mehrfachen und sich überschneidenden Formen von Diskriminierung ausgesetzt sind, wie Romnia, MigrantInnen oder Asylsuchende, Frauen, die als Hausangestellte arbeiten, haben wir ja gerade eben schon gehört, SexarbeiterInnen, Frauen mit Behinderungen, Transfrauen und andere ausgegrenzte Frauen sind in erhöhter Gefahr, auch sexuelle Gewalt zu erleben. Sie geraten eben auch oft ins Visier der Sicherheitskräfte und auch andere Behörden. Sie erleben physische und psychische Gewalt und es sind eben meist die Frauen, die besonders gefährdet sind, denen auch andere Zugänge verwehrt sind. Und wenn wir schon über Zugänge sprechen, will ich doch einen ganz kurzen Exkurs machen zu einer anderen Katastrophe, nämlich zum Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen. Die Krise macht nämlich auch nochmal deutlich, warum ein rechtebasierter und gesundheitsfördernder Ansatz auch bei liberaler Rechtslage notwendig ist. Denn weltweit ist der Zugang unabhängig von Corona ja eh schon enorm fragil, wie man auf der Karte ganz schön sieht. Seit die Grenzen in vielen Ländern aber dicht gemacht wurden, war zwischenzeitlich das Reisen ja ganz unmöglich oder ist es bis heute sogar noch, so ist auch ein Schwangerschaftsabbruch natürlich keine Ausnahme. Seit April gibt es weltweit eine Kondomknappheit. Auch hormonbasierte Verhütungsmethoden sind knapp geworden. Auch in Klammern, nur in Europa ist diese Knappheit tatsächlich nicht angekommen, sondern hier wird über steigende Umsätze berichtet. Auch interessant. Naja, wegen Corona könnten 47 Millionen Frauen mit niedrigem oder mittlerem Einkommen in 114 Ländern den Zugang zu Verhütungsmitteln verlieren. Falls der Lockdown 6 Monate andauere, so war das, waren die Zahlen im Juni, glaube ich. Und das hat es ja nun in sehr vielen Ländern wirklich getan. Und das könnte im schlimmsten Fall zu zusätzlichen 7 Millionen ungewollten Schwangerschaften führen. Ja, der Anstieg von geschlechtsspezifischer Gewalt ist also tatsächlich eine Schattenpandemie, eine Krise in der Krise. Und so schlimm die Zahlen sind, die eigentliche Katastrophe ist doch, dass wir das alle wussten, dass es schon seit Jahrzehnten Zahlen, Studien, Analysen gibt über Feminizide, über Vergewaltigungen im eigenen Zuhause, über Pro-Life-Befürworter, die glücklich sind, wenn die Selbstbestimmung von Frauen weiter eingeschränkt wird. Und wie kann es eigentlich sein, das frage ich mich tatsächlich, dass jetzt alle so erschrocken sind, so tun, als ob man es nicht davor gewusst hätte. Ich will nicht mindern, was AktivistInnen, einzelne Organisationen oder so schon seit Jahren tun, um auf diesen Antifeminismus aufmerksam zu machen. Aber ich frage mich tatsächlich, wie EntscheidungsträgerInnen diese bekannten Krisen so lange ignorieren konnten. Diese Schattenpandemie zeigt und legt offen, dass es gerade in Bezug auf geschlechtsspezifische Gewalt enorme Versäumnisse gibt. Soweit vielleicht erstmal. Ja, danke, Jana, auch für die Erweiterung und Ergänzung, was die Covid-Krise für reproduktive Rechte und Zugänge auch ausmacht. Ich gebe an Ulf weiter und bitte dich zu schildern, wie die Pandemie sich auf geschlechtsspezifische Gewalt in Kenia oder am Horn von Afrika auswirkt. Bitte, Ulf. Ja,
leider ganz analog zu dem, was Jana schon vorgestellt hat. Die NGO Healthcare Assistance Kenya hat berichtet, dass die Fälle von GBV, Gender-Based Violence, Anfang 2020 stark angestiegen sind, nämlich von Februar auf März um 34% und von März auf April um 300%. Das zuständige Ministerium, das eine Hotline unterhält, sagt, dass die Zahl der Anrufe um 50% zugenommen hat in dieser Zeit. Vergewaltigungen haben im starken Maße zugenommen, insbesondere innerhalb geschlossener Wohngebiete, also den Estates und den Slums, wo die allgemeine Unsicherheit, die wir ohnehin kennen, durch die wirtschaftliche Notlage noch weiter zugenommen hat. Besonders stark betroffen waren junge, jugendliche Mädchen, die durch die Schulschließungen zu Hause eingeschlossen waren mit gewalttätigen Männern. Und das hat die fast vorhersagbaren Folgen, wie du auch sagst, Jana, gehabt. Also im Juli ungefähr ging ein Aufschrei durch Kenia, als gemeldet wurde, dass während der ersten 5 Monate der Pandemie allein in einem von 47 Bezirken, nämlich in Machakos, fast 4000 neue Schwangerschaften von Mädchen gemeldet wurden. Also das hat wirklich Wellen geschlagen. Die wirtschaftliche Lage hat auch dazu geführt, hat auch zu mehr Gewalt gegen Frauen geführt, weil Familien ihre Töchter verkauft haben oder zur Prostitution gezwungen haben, wodurch nicht nur zahlreiche Schwangerschaften von Minderjährigen entstanden sind, sondern auch, es hat auch dazu geführt, dass Mädchen anschließend früh und zwangsverheiratet wurden in großer Zahl. Wir haben außerdem Berichte gehört darüber, dass Sex for Housing relativ verbreitet war, wenn Frauen nicht mehr in der Lage waren, alleinstehende Frauen oder alleinerziehende Frauen nicht mehr in der Lage waren, ihre Miete zu bezahlen, zu Sex gezwungen wurden, um bleiben zu können. Und nicht nur die Zwangslage von Mädchen und Frauen hat sich verschlimmert in der Zeit, auch die Optionen, Hilfe zu bekommen, sind massiv eingeschränkt worden. Polizei und Sozialdienste arbeiteten kaum, nicht nur aufgrund der Lockdown-Bedingungen, sondern auch, wie du sagst, die Polizei war sehr stark damit beschäftigt, nachts die Ausgangssperre zu reglementieren. Die Sozialdienste waren komplett eingestellt und insbesondere die Slums sind weitgehend von außen betreut worden. Da ist kaum noch jemand reingegangen in dieser Zeit. Es gab also relativ starke rechtsfreie Räume. Ich würde noch mal hinzufügen wollen, speziell jetzt aus Somalia, ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Dort hat es doch die besondere Eigenschaft gehabt, dass die Zahl weiblicher Genitalbeschneidung deutlich zugenommen hat in dieser Zeit. Einfach eine Folge der Gelegenheit und der Bedingungen. Die Mädchen zu Hause, die Beschneiderinnen unterwegs und auf der Suche nach Einkommen. Das muss also eine massive Welle gegeben haben und viele Berichte von NGOs aus Somalia deuten darauf hin, dass das wirklich ein Massenphänomen gewesen ist in dieser Zeit. Ja, kann ich Danke sagen. Danke für deine Information, aber es ist erschütternd. Und ich weiß schon sehr genau, dass Annette Zahlen und Informationen, die sie uns geben wird, auch nicht aufmuntern werden. Annette. Ja, aber ich wollte trotzdem noch mal auch was Positives sagen. Brasilien unbedingt. Eine relativ junge, aber doch ganz fortschrittliche Gesetzgebung gegen Gewalt gegen Frauen. Das wollte ich in dem Zusammenhang einfach auch mal erwähnen. Es gibt also seit 2003, gerade unter der PT-Regierung, ist sehr viel investiert worden in die Einrichtung von so Betreuungsstrukturen und von Anlaufstellen für Frauen, die Opfer von Gewalt werden. Und seit 2006 gibt es ein Gesetz, was häusliche Gewalt explizit unter Strafe stellt. Und das hat auch dazu geführt, dass in den letzten 15 Jahren sehr viel mehr Frauen Anzeigen in dem Kontext gemacht haben. Und das ist erst unter jetzt dieser Regierung Bolsonaro so, dass der Machismo-Diskurs, der ja seitdem hier auch in den Polizeistellen dann sehr stark wieder zugenommen hat, die Frauen nicht mehr ernst genommen werden mit ihren Anliegen und diese Zahlen auch wieder zurückgehen. Aber es gibt also da zumindest gab diesen Versuch, das wirklich auch zu ändern. Die häusliche Gewalt hat natürlich hier auch stark zugenommen in der Pandemie. Die Zahlen sind ein bisschen schwer herauszufinden. Also es heißt manchmal für Rio 50%, dann heißt es insgesamt 8% der Frauen haben während der Pandemie Gewalterfahrung gemacht. Das wären 6 Millionen Brasilianerinnen. Inzwischen März und August, also in dieser heißen Phase des Lockdown, sind zwischen 500 und 600 Frauen getötet worden, also Feminizide. Das heißt eine in alle 9 Stunden.
Und in einer größeren Umfrage auch von einer Partnerorganisation haben 4 von 10 Befragten gesagt, dass sie jemanden kennen, die unmittelbar Opfer von häuslicher Gewalt geworden ist. Ich selber, bei meiner Hausangestellten, war das auch so. Nach 23 Jahren musste sie sich trennen. Aber die Gründer sind jetzt alle schon genannt worden, denke ich. Und die Betreuungssituation ist hier in Brasilien eben auch im Augenblick sehr schlecht. Die Krankenhäuser haben diese Stellen, diese Beratungsstellen fast alle geschlossen. Die Frauenhäuser sind oft spendenfinanziert hier und die Spenden sind eingebrochen im letzten Jahr. Die Polizeistellen haben auch oft gesagt, sie haben andere Sachen zu tun, als jetzt Frauen zu begleiten oder da Anzeigen aufzunehmen. Der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen ist auch nochmal deutlich erschwert worden. Brasilien hat sowieso schon eine sehr restriktive Gesetzgebung, aber aus medizinischen Gründen geht das, aber die Krankenhäuser standen nicht mehr zur Verfügung dafür. Standen sie allerdings auch jetzt seit Bolsonaro sowieso schon weniger, weil gerade unter den Evangelikalen in Brasilien da tatsächlich so Strukturen aufgebaut wurden, dass kein OP-Team mehr zusammenkommt, das einen solchen Abbruch durchführen kann. Und die Leute können nicht dazu gezwungen werden. Also jeder muss das ethisch für mit sich vereinbaren können. Das wollte ich auch noch dazu sagen. Das ist es eigentlich von hier. Und ein Punkt finde ich noch sehr wichtig, dass hier in der Pandemie natürlich die Frauen ganz anders alleine waren. Also ihre Netzwerke, oft sind ja schon Gewalterfahrungen vorher auch da gewesen. Aber dann hat man über Familie, über Freundinnen immer schon so Netzwerke auch gehabt, wo vielleicht einfach auch Druck dann rausgenommen worden ist und so. Das ist in der Pandemie einfach auch zusammengebrochen. Ja, danke, Annette. Wir werden, und da hoffe ich wirklich, dass wir nachher eben auch in dem Abschnitt Gegenwehr, Lösungsstrategien, wie organisieren sich Frauen, wir haben ja auch starke Frauenbewegungen, wir haben auch Erfolge in Argentinien, wo die Frauen es geschafft haben, dass eben Schwangerschaftsabbruch ganz andere Rechte gibt den Frauen in Argentinien. Jana, wir sind jetzt beim dritten Teil. Ich sagte es schon in meiner Einführung, völlig unsichtbar ist sehr oft auch in den Debatten hier, wie es eigentlich Lesben, Schwule, Bisexuellen, Transgender, intersexuellen Menschen geht. Ich habe berichtet, dass sie sehr oft, gerade jetzt auch in der Krise, noch mehr Diskriminierung ausgesetzt sind, noch weniger Schutz haben. Auch hierzu von dir Trends und Eindrücke. Du arbeitest ja sehr intensiv auch mit den Netzwerken zusammen. Bitte präsentiere deine Auswirkungen der Pandemie auf die LSBTIQ-Community. Genau, gerne. Ja, wir haben uns ja entschieden, die Situation von LSBTIQ-Menschen hier nochmal gesondert darzustellen, obwohl sie natürlich teilweise auch in den Zahlen, die wir in den Teil davor präsentiert haben, mitgedacht sind. Die Datenlage ist meist schwierig, da klassische Untersuchungen eben sehr binär sind, also nur Männer und Frauen im Blick haben. Die Analyse der Folgen der Pandemie ist für LSBTIQ aber auch nicht einfach, weil natürlich LSBTI keine homogene Gruppe sind. Ihre Erfahrungen, wie Covid ihr Leben prägt und verändert, wie sie in der Krise agieren und reagieren, welche Diskriminierungen sie erfahren, hängt eben nicht nur an ihrer Geschlechtsidentität oder an ihrer sexuellen Orientierung. Ich zitiere vom LSVD, vom Lesben- und Schwulenverband Deutschlands: Es macht nämlich einen Unterschied, ob jemand lesbisch, schwul oder bisexuell ist, in der Großstadt lebt oder auf dem Land, alt ist oder jung, weiß ist oder eine andere Hautfarbe hat, die deutsche Staatsbürgerschaft hat oder hier um Asyl kämpft, Kinder hat oder nicht. Und auch die Religionszugehörigkeit, die soziale Herkunft oder die Tatsache, dass jemand eine Behinderung hat, macht einen Unterschied. Und noch dazu kommt, dass Homosexualität weltweit immer noch in 69 Ländern kriminalisiert wird. LSBTI mit Anfeindung, Diskriminierung, Gewalt und Schutzlosigkeit kämpfen. Auch das heißt, dass viele LSBTI sich bisher nicht outen konnten, ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität weiter verbergen. Und trotzdem können wir auch hier einige Zahlen festhalten. Etwa 13% von LSBTIQ haben ihren Arbeitsplatz aufgrund der Pandemie verloren. 21% erwarten, dass sie es bald tun, hat eine Studie ergeben. Und fast die Hälfte, 47%, sieht sich mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert.
da viele der LSBTI-Community in informellen Jobs oder befristeten Arbeitsverhältnissen arbeiten. 40% der jugendlichen LSBTI in den USA berichten, dass sie während der Pandemie nicht mehr im gleichen Maße sie selbst sein konnten wie davor. Mit 56% berichten vermehrt trans- und nicht-binäre Jugendliche von dieser Einschränkung. Und in Deutschland berichten 16% der LSBTI-Community, dass sie sich in den 14 Tagen vor der Messung meistens oder immer depressiv gefühlt haben. Intergeschlechtliche Menschen haben in einer Studie, hat eine Studie ergeben von OII Europe, dass sie eine 62-prozentige Verschlechterung ihrer psychischen Gesundheit erlebt haben in den letzten Monaten. Ja, diese Zahlen zeigen, dass die Pandemie die Herausforderungen, die LSBTIQ-Menschen begegnen, eben auch verstärkt. Präventive Schutzmaßnahmen, um die Virusausbreitung zu minimieren, wie Social Distancing, Ausgehbeschränkungen, strenge Lockdowns, sind eine große Herausforderung. Und ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität haben sie eben auch nicht immer ihren Familien eröffnet oder werden wegen genau dieser von ihren Familien nicht akzeptiert. Das eigene Zuhause wird dann zum Ort der Demütigung, der psychischen Belastung. Das betrifft besonders junge und arme LSBTI. Sie sind dann gezwungen, in ihren Familien zu bleiben und erleben oftmals psychische und physische Gewalt. In vielen Ländern durfte das Zuhause gar nicht mehr verlassen werden. Wenn der die Partnerin aber nicht dort wohnt oder man sich nur noch mit der Familie treffen darf, deine selbstgewählte Partnerinnenschaft oder Familie aber eben rechtlich nicht diese Familie ist, ist das eine enorme Belastung. Oftmals mussten sich Menschen entscheiden, ob sie die Maßnahmen ignorieren, dafür staatliche Gewalt erfuhren oder aber über Monate hinweg in der biologischen Familie Diskriminierung erfahren mussten. Viele Hilfs- und Unterstützungsangebote oder Safe Spaces für LSBTI wurden während der Pandemie geschlossen, sodass auch Begegnungsorte für die Community wegfielen. Zusätzlich sind Gelder für Covid-Maßnahmen gebraucht worden, sodass eine Unterfinanzierung solcher Hilfsstrukturen auch noch entstanden ist. Das ist in einer Krisenzeit, in der die psychischen Belastungen sowieso zunehmen, besonders schwerwiegend. In einigen Ländern wurden auch Maßnahmen eingeführt, die es Männern und Frauen nur erlaubt, ihre Häuser an abwechselnden Wochentagen zu verlassen und der Polizei damit die Macht gibt, das Geschlecht einer Person anhand ihrer offiziellen Dokumente zu bestätigen. Je nach Gesetz ihres Herkunftslands konnten LSBTI vielleicht gar nicht ihr Geschlecht in ihren Ausweis ändern. Auch simple Dinge wie die vermehrte Kartenzahlung in Geschäften kann zu großen Problemen führen, weil die Dokumente eben nicht angepasst wurden oder gar nicht angepasst werden können wegen der Gesetzeslage. Auch Begutachtungsverfahren, um die Geschlechtsidentität anzupassen, werden wegen den geschlossenen Behörden zu einer enormen Belastung, denn es wurde oft jahrelang auf solche Termine gewartet. Das zeigt, wie die Pandemie eben nochmal Trans- und Intermenschen als besonders vulnerable Gruppen zusetzt. Beständige Diskriminierungserfahrungen führen dazu, dass der allgemeine Gesundheitszustand bei Transmenschen und Intermenschen schlechter ist als in der allgemeinen Bevölkerung. Sie haben eher chronische Erkrankungen und vermeiden es, aus Angst vor Diskriminierung zum Arzt, zur Ärztin zu gehen. Wichtige Gesundheitsleistungen wie Therapien, geschlechtsangleichende Operationen, medikamentöse Unterstützung, die gerade für trans- und intergeschlechtliche Menschen von besonderer Relevanz sind, wurden in der Pandemie vom Gesundheitssystem nicht geleistet, da Corona-bedingte Maßnahmen Vorrang hatten. Ärztinnentermine wurden abgesagt oder verschoben oder verwiesen, dass man zu einem anderen Arzt, Ärztin gehen sollte, die die Person eben nicht kannte. Das kann gerade für Trans- und Interpersonen zu einer Retraumatisierung und Stigmatisierung führen und sich auf die psychische Gesundheit auswirken. Und so wie in den 80er Jahren der AIDS-Virus als Schwulenkrankheit abgetan wurde und zu großen Diskriminierungen geführt hat, wurde auch die LSBTI-Community in manchen Ländern für den Virus verantwortlich gemacht. Südkorea, Südafrika, Ungarn. Ja, einige Staaten nutzten diese Notstandsgesetze, um gezielt gegen LSBTIQ-Menschen vorzugehen, Repressionen, Ausgrenzung und Kriminalisierung zu verstärken. Die Pandemie ist ein gefundenes Fressen für autoritäre Staaten, die Anti-Gender-Ideologie durchzusetzen. Und unter denjenigen, die am stärksten betroffen von den Auswirkungen der Pandemie sind, gehören eben sehr, sehr viele LSBTI-Menschen. Und auch hier ist es so, dass deren Leben in vielen Ländern der Welt bereits sowieso schon durch Stigmatisierung, Diskriminierung, Kriminalisierung, Ausgrenzung abgewertet war. Und jetzt kommt sozusagen diese Pandemie noch obendrauf. Ja, soweit erstmal. Ich gebe wieder zurück nach Berlin.
Ja, danke, Jana. Und ich gebe weiter an, ich sehe euch nicht, gebe weiter an Annette. In Brasilien gibt es und gab es immer eine auch große LGBTIQ-Community und Bolsonaro hat da auch Verheerungen erzeugt mit dem, wie er kriminalisiert und gegen Menschen mit verschiedenen Geschlechteridentitäten vorgeht. Ich würde wirklich gerne wissen, was ist da unter, was hat sich unter Bolsonaro sowieso schon verschlechtert und inwiefern hat jetzt die Pandemie nochmal zusätzlich die Situation in eine Richtung gebracht, die einfach Diskriminierung, Gewalt sehr deutlich hat ansteigen lassen. Ja, danke, Barbara. Jana hat ja viele Punkte genannt jetzt, die wirklich hier in Brasilien auch so total zutreffen. Die LGBTI-Bevölkerung hier in Brasilien ist sehr groß, das stimmt. Hat unter, na, oder seit dem Amtsantritt von Bolsonaro gerade aber auch eine Menge hinnehmen müssen, kann nicht mehr ganz so offen, kann nicht mehr so offen auftreten, ohne dass sie mit Gewalt rechnen muss. Das ist dann nicht Gewalt unbedingt von staatlicher Seite, sondern von Leuten, die sich jetzt ganz anders legitimiert fühlen, aufzutreten und wieder für Ordnung, also der, weiß ich nicht aus welchem Jahrhundert, zu sorgen. Also das ist so diese Selbstjustiz gegen alles, was anders ist und nicht ins Schema passt, was doch sehr stark zugenommen hat. Gleichzeitig ist aber LGBTI hier in Brasilien auch ein ganz öffentliches Thema. Also im Fernsehen wird sehr viel darüber diskutiert. In den Telenovelas kommt das immer wieder vor. Die Medien berichten auch über Verschlechterungen in diesem Bereich. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und jetzt bei den Kommunalwahlen war es so, dass über 50 Stadträtinnen und Stadträte gewählt worden sind, die explizit mit einer LGBTI-Agenda angetreten sind und zum Teil mit ganz hohen Zahlen auch gewählt worden sind. Also in Belo Horizonte, das ist immerhin die drittgrößte Stadt hier in Brasilien, war das die Frau mit den meisten Stimmen, die da gewählt worden ist. Das ist also wirklich ganz, da sind auch manchmal positive Entwicklungen. Und oft ist das so, kommt das, und das geht schon ein bisschen in das von den Gegenstrategien. Also vor zwei Jahren, drei Jahren schon bald, wurde ja hier eine schwarze Stadträtin, Marielle Franco, umgebracht. Und im Nachklapp dazu haben sich doch viele schwarze Frauen, oder sie selber ist schwarz, lesbisch gewesen, und haben sich viele schwarze und auch lesbische Frauen entschieden, wir treten jetzt gemeinsam an, wenn sie die umbringen, alle können sie nicht umbringen, und sind zum Teil auch in so gemeinsamen Mandaten angetreten und haben damit jetzt doch einigen Erfolg erzielt. Das wollte ich eben auch ganz gerne einmal schon hinstellen. Sonst sind die Auswirkungen auf die LGBTI-Personen hier in Brasilien ähnlich, wie Jana es genannt hat. Die Arbeitslosenzahlen sind doppelt so hoch wie der sonstige Durchschnitt. Die Obdachlosenzahlen sind gestiegen. Oft sind das Personen, die nicht so einfach nach Hause zurück können, sondern die dann die Straße vorziehen, dem wieder in den alten Familien zu sein. Die Organisationen oder so Institutionen, die es zur Betreuung von LGBTI-Leuten gibt, haben große Einbrüche im Funding gehabt. Und so die Gesundheitssituation hat sich auch massiv verschlechtert. Also schon vorher heißt es, dass 28% der LGBTI-Personen unter Depressionen leiden oder mit Depressionen diagnostiziert worden sind. Und das hat jetzt in der Pandemie zum einen zugenommen und zum zweiten ist es noch weniger zu Behandlungsmöglichkeiten gekommen. Und sowas wie Geschlechtsumwandlung und sowas, das ist natürlich auch im letzten Jahr so gut wie überhaupt nicht mehr stattgefunden, weil die Krankenhäuser dafür nicht mehr zur Verfügung stehen. Ja, danke für diesen Einblick. Und Ulf, Kenia, ja auch eine spezielle Situation, Kriminalisierung schon immer auch ein Thema. Wie wirkt sich die Pandemie aus auf die LGBTI-Community? Ja, erstmal möchte ich Annette Danke sagen, dass sie ein bisschen Hoffnung aus Brasilien mitgebracht hat noch. Das kriegt man von hier gar nicht so mit. Und wenn das so hört, das tut auch gut. Ja, wie du schon gesagt hast gerade, Barbara, grundsätzlich ist die LGBTI-Community in Kenia ohnehin stark diskriminiert. Es ist eines der letzten 7 oder 8 Länder gewesen, wo bis 2019 noch nicht mal gerichtlich angeordnete
erzwungene Analuntersuchungen durchgeführt wurden. Das ist also gerichtlich verboten worden 2019, wo die Entkriminalisierung gleichgeschlechtlicher Beziehungen nicht vorankommt. Es gibt mehrere Klagen, Verfassungsklagen in der Hinsicht. Es gibt auch in der Verfassung eine gute Grundlage dafür. Aber das wird in den Mühlen der Justiz natürlich mit dem entsprechenden politischen Druck dahinter zerrieben und es kommt nicht von der Stelle. Vor dem Hintergrund ist es genauso, wie Jana beschrieben hat, dass diese zusätzliche Krise natürlich die Schwächsten und Schutzlosesten am allermeisten nochmal betrifft. Menschen aus der LGBT-Community sind nicht in der Regel nicht fest beschäftigt, also entweder in selbstständiger Tätigkeit oder in informeller Beschäftigung. Das meiste davon ist weggebrochen durch die Krise sehr schnell. Und wenn man natürlich bedenkt, wie schwer es ohnehin ist, für Menschen aus der Community, die als solche erkannt oder bekannt sind, überhaupt Zugang zur Arbeit zu bekommen, kann man sich vorstellen, wie katastrophal die Auswirkungen sind. Das bezieht sich im gleichen Maße auch auf Wohnungen, Wohnraum. Und viel mehr noch, als wir eben über Frauen gesprochen haben, stellt sich hier das soziale Netz als ein großes Problem dar. Familien sind oft ohnehin in einer ablehnenden Position gegenüber den jungen Menschen aus ihren Familien, die offen LGBTI-Community sind oder in Anführungszeichen in dem Verdacht stehen. Es gibt ohnehin starke Spannungen dazu, der Familiendruck ist groß und damit fallen die Familien als soziales Netz tendenziell weg. Und die Ressourcen innerhalb der Community, das auszugleichen, sind wirklich sehr, sehr, sehr beschränkt. Ich kann nur unterstreichen, was du gesagt hast zum Thema Mental Illness. Also das ist ohnehin ein großes Problem in der Community, dass die Menschen große Schwierigkeiten haben mit den psychischen Belastungen, einer alltäglichen Verfolgung und Alltagsgewalt und Bedrohung klarzukommen. Aber das hat sich natürlich an der Stelle nochmal vervielfacht. Und wie das aufeinander prallt und wo dann auch der Unterschied vielleicht zu Brasilien nochmal deutlich wird, ist, dass eigentlich, ich glaube, 6 Monate ungefähr bevor der Pandemie der Präsident interviewt wurde. Ich meine, es war auf der BBC, auf jeden Fall während einer Auslandsreise oder einem französischen Sender und auf das Thema angesprochen wurde und Schwule und Lesben in Kenia als Non-Issue bezeichnet hat, also komplett weggedeckelt hat. Es existiert in der öffentlichen Diskussion nicht, die ganze Community. Gut. Ja, und wenn man bedenkt, dass durch diese Diskriminierungslage ohnehin eine Alltagsbedrohung besteht, dann kann man sich vorstellen, wie die Logistik der Gegenstrategien bekämpft oder also sagen wir eingeschränkt wird, in dem Moment, wo man sich nicht mehr frei bewegen kann, wo man seine Wohnung verliert, wo man sein Einkommen verliert und Räume nicht mehr meiden kann, weil man mit Tageszeiten eingeschränkt ist. Da gibt es auch direkte Berichte aus der Community darüber, dass Leute sagen, ich habe bis jetzt das Risiko vermeiden können, indem ich morgens früh aus dem Haus gegangen bin und abends spät nach Hause kam. Und die Option scheidet aus, ja, in dieser Situation. Es gab eine große Abhängigkeit von sehr wenig Wohltätigkeit. Also wie gesagt, aus der Community heraus, es gab Anstrengungen, es gab kollektive Versuche, also Häuser, die temporär eingerichtet wurden und Ähnliches, aber also im Vergleich zu dem Bedarf minimal. Dazu vielleicht noch als eine besondere Problematik dort, wo Menschen aufs Land rausgegangen sind, haben sie massive Probleme bekommen, an speziell nötige Medikamente, wie zum Beispiel Hormone oder auch ARV, Medikamente zu kommen, die in ländliche Gebiete einfach nicht geliefert wurden während dieses Lockdowns. Ich möchte noch was zu unseren Partnern sagen, eine unserer Partnerorganisationen ist sehr aktiv im Bereich legale Beratung, also eine offene Sprechstunde, um bei entsprechenden Diskriminierungsfällen helfen zu können. Und die ist natürlich in besonderem Maße auf den persönlichen Kontakt angewiesen. Es ist nicht möglich, diese Gespräche einfach mal per Telefon ohne weiteres zu führen. Das Büro musste, so wie die allermeisten anderen Büros, monatelang geschlossen werden und damit wurde es unendlich schwer, Betroffenen unter die Arme zu greifen in der Zeit. Dazu kommt, dass die Justiz, also mehr als 6 Monate, zumindest was alle Zivilverfahren angeht, stillgelegt worden ist. Also es gab 6 Monate lang, ist der Zivilbetrieb, der ohnehin in der Bearbeitung von Fällen 5 Jahre hinterherhängt,
komplett ausgesetzt worden. Unterm Strich ist also auch sind die Möglichkeiten der Rechtsverteidigung damit sehr stark eingeschränkt worden. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank euch dreien für die vielen verschiedenen Facetten, die Konkretisierungen der Trends. Ich möchte jetzt nochmal allen, die heute dabei sind, das sind sehr viele, das freut mich, darauf verweisen, dass wir im Chat auch noch Lesehinweise für Sie bereitstellen, wichtige Links zu Informationen, die im Laufe jetzt der letzten Stunde hier präsentiert wurden. Nutzen Sie dieses Angebot, stellen Sie Fragen. Ich freue mich jetzt aber nach der doch sehr deprimierenden Analyse der Folgen von Covid auf Frauen und auf LGBTI-Personen, dass wir nochmal auch das Licht darauf werfen. Wir haben es ja schon ein bisschen angezeigt, wo eigentlich auch Frauen sich wehren gegen die schlechte Bezahlung, gegen den Gender Pay Gap, gegen die Diskriminierungen, gegen die Gewalt. Auch dazu hast du, Jana, uns noch mal ein paar Trends vorbereitet. Und ich hoffe, dass wir dann wirklich auch in so einen guten, positiven Ausblick gehen nach den doch sehr bitteren Zahlen und Daten und Trends, die ihr uns gezeigt habt. Ich versuche es mal. Mal schauen, ob das gelingt. Ja, gut. Wir haben ja in den Teilen davor beschrieben, dass welche strukturelle und systemische Diskriminierung Frauen und LSBTI die Pandemie im Grunde aufdeckt. Frauen und LSBTIQ, die sowieso schon ausgegrenzt wurden, sind von der Krise besonders stark betroffen. Wenn wir erst in einer Krise, auf die ja schon multiplen vorhandenen Krisen reagieren wollen, kann das eigentlich gar nicht gelingen. Und trotzdem finden Frauen und LSBTIQ die Kraft, haben so viel Wut, Widerstand zu leisten, denn die Ungerechtigkeiten sind so groß, dass viele nicht nur einfach zuschauen können. Und mitten in der Pandemie wurde George Floyd bei einer gewaltsamen Festnahme getötet. Und daraus entfachte sich eine weltweite Protestwelle, die bis heute anhält und Diskussionen über Polizeigewalt, über Racial Profiling wieder wachsen lassen hat. Dieser zutiefst erschütternde Anlass ist aber trotz Lockdowns, Ausgangssperren etc. nicht untergegangen. Nein, die Leute demonstrierten auf der Straße sowie online und machten diese Polizeiwillkür deutlich. Ich erwähne das hier, weil das in dieser Zeit tatsächlich viel Mut gemacht hat. Mut gemacht, dass wir trotz dieser Krise irgendwie zusammenhalten. Mut gemacht, diese Wut sichtbar zu machen, um etwas zu verändern. Und auch wenn viele Frauenrechts- und LSBTIQ-Organisationen das Funding weggebrochen ist, haben größere Organisationen tatsächlich versucht, in dieser Zeit auch die kleinen NGOs institutionell zu unterstützen und über Wasser zu halten. Diese Solidarität ist enorm wichtig und für viele Menschen, die dort arbeiten, lebenserhaltend gewesen. Und einige Beispiele aus der Projektarbeit, die nicht nur von uns, von der Heinrich-Böll-Stiftung sind, auch von anderen Organisationen. Ich denke, meine beiden KollegInnen werden die gleich sicherlich noch mal besser ergänzen können, aber noch mal ein paar Eindrücke aus anderen Ländern. In Polen hat sich zum Beispiel kurz vor dem Ausbruch der Pandemie wegen der Illegalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen eine neue Gruppe gegründet, die Abortions Without Borders heißt und Frauen dazu verhilft, einen Abbruch durchzuführen. Absurderweise wurden genau dann in Europa ein paar Wochen eben nach der Gründung wieder Grenzen eingeführt und ihre Arbeit war umso wichtiger. In Bosnien und Herzegowina wurde während der Pandemie und aufgrund der steigenden Zahlen häuslicher Gewalt eine App entwickelt, durch die man Gewalt einfach und leicht zugänglich an lokale Hilfsorganisationen melden kann. Und auch in vielen Ländern wurden die LGBTIQ-Pride-Demonstrationen eben virtuell durchgeführt. Und das hat, glaube ich, auch viel Mut gemacht. Auch unter dem Hashtag Outspoken wurden queere Erfahrungen mit der Pandemie dokumentiert. Eine Gruppe von internationalen Frauen hat sich zum Beispiel auch vor der Pandemie dazu aufgemacht, das Konzept der feministischen Führungskultur auch auf Non-Profit-Organisationen zu beziehen. Und dann kam die Pandemie und da wurde das Thema dann umso dringlicher, Machtstrukturen genauer anzuschauen, Ungerechtigkeiten aufzudecken. Die Pandemie hat ihre Sicht auf ihr Vorhaben unglaublich verändert und sicherlich auch zu anderen Ansätzen geführt. Denn auch in der Pandemie wurde wieder deutlich, wenn Frauen in Entscheidungspositionen sitzen, werden mit größerer Wahrscheinlichkeit die Maßnahmen so designt, dass sie die Auswirkungen auf Frauen und Mädchen berücksichtigen. Im Durchschnitt saßen aber in solchen Gremien nur 24% Frauen mit am Tisch.
Ja, und dann kommt noch hinzu, dass einige Länder die Pandemie tatsächlich dazu ausnutzen für ihre sowieso schon antifeministischen Politiken. Also sie haben Rechte weiter eingeschränkt. Ich will hier trotzdem noch mal ein paar Beispiele geben, auch wenn es wieder etwas bedrückend wird. In Texas, wo Schwangerschaftsabbrüche unter dem Deckmantel der Corona-Politik vollkommen verboten wurden. Oder in Ungarn, wo im Sommer 2020 die rechte Regierung unter dem Vorwand von Corona-Maßnahmen ein Gesetz erlassen hat, was die Änderung des Geschlechtseintrags nun unmöglich macht. Und auch Amnesty berichtet von 46 Regierungen, die während der Pandemie gegen Menschenrechtsverteidigerinnen vorgehen und diesen jeglichen Schutz verweigern. Ja, also diese Analyse macht nochmal deutlich, wie wichtig es ist, dass strukturelle Ungleichheiten angegangen werden, am besten vor einer Krise. Wenn nämlich die Rechte nicht geschützt werden, die Stimmen derer, die eh schon marginalisiert sind, nicht gehört werden und ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dann verschärfen sich die Ungerechtigkeiten in einer Krise sowas von gewaltig. Wir brauchen daher einen gendersensiblen und intersektionalen Ansatz, um Krisen anzugehen. Und vielleicht hat die Krise noch die Chance, dass über diesen langen Zeitraum, die diese Krise ja leider gehen wird, irgendwann die Gegenwehr so groß wird, das Aufbegehren so wächst, weil die Ungerechtigkeiten immer sichtbarer werden. Ja, so, da würde ich jetzt mal bleiben. Ich hoffe, die finde diese stark. Ja, ich denke, wir reden ja vor allem tatsächlich auch über die globale auch Gegenbewegung. Da gibt es jetzt hoffentlich noch ein paar Beispiele mehr. Und in Deutschland gibt es ja auch jede Menge Versuche, auch an denen beteiligt sich die Stiftung, wie wir Care-Berufe stärken können. Es gibt hier ein Care-Manifest und so weiter. Vielleicht kannst du da nachher auch noch mal was dazu sagen. Es gibt ja unendlich viele Versuche, die Care-Arbeit, die Sichtbarkeit, welche Rolle Frauen spielen bei der Sorgearbeit, zu nutzen, um einfach auch hier ökonomische und politische Verbesserungen hinzubekommen. Vieles verpufft leider wieder. Wir könnten ja auch drüber reden, warum ist es so, dass wir es nicht schaffen, ja, das Momentum zu nutzen, hier mehr mit Forderungen auch durchzukommen. Ulf, möchtest du mit Kenia beginnen? Siehst du da Aufbruch? Gibt es, nutzen die Leute eben auch die Krise, um zu sagen, wir brauchen ganz andere soziale Absicherungen? Wir diskutieren ja auch weltweit, ist die Krise auch eine Chance, um endlich Sozialversicherungssysteme in euren Ländern zu fordern? Gibt es da irgendwas, soziale Netze zu stärken? Oder wie läuft die Diskussion bei euch? Ist die Krise überhaupt ein Auslöser dafür, zu sagen, so kann es nicht weitergehen, wir müssen resilientere Strukturen schaffen für die Zukunft? Also, so gerne ich würde, ich kann dir da leider sehr wenig Positives berichten. Insofern ist es gut, dass du mich jetzt erst reingenommen hast. Vielleicht bin ich auch noch ein bisschen Schwung. Es war eigentlich schon erstaunlich, dass es diese Maßnahmen gegeben hat, die ich eben beschrieben habe, was die Steuern anging. Das war schon also ziemlich herausragende Anpassung der Politik in dieser Zeit. Es gab nicht wirklich eine Diskussion darüber, dass der Sozialstaat ausgebaut werden sollte. Der Sozialstaat, das Substitut davon sind die ländlichen Räume und die Familien. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Ich würde sagen, vorneweg, also wir haben mit unseren Partnern natürlich auch im bescheidenen Rahmen ein wenig dazu gearbeitet. Wir haben einen Partner, der sich ohnehin schon mit Forced und Early Marriage beschäftigt hat, in der Nähe der Küste. Das ist Saudi Awanawake. Die haben immerhin ihre Arbeit dann nicht eingestellt aufgrund der Krise, sondern angepasst. Vorher war das sehr viel auf der Basis von direkten Meetings und persönlichen Gesprächen. Wir haben dann sehr schnell umgeschaltet und stattdessen gab es dann den Lautsprecherwagen und Medienarbeit und also auf einer anderen Ebene eine öffentliche Begleitung der Krise und einfach der Versuch, die Community auch zu mobilisieren zum Thema Gender-Based Violence, aber natürlich in einem relativ begrenzten Rahmen. Die Politik hat das Thema aufgenommen. Es gab ja viel Berichterstattung immerhin darüber. In einer seiner monatlichen Ansprachen hat der Präsident im Juli dann, also in einer der Corona-Ansprachen, auch das Thema Gender-Based Violence angesprochen, angekündigt, dass die Staatsanwaltschaft sich damit intensiver beschäftigen würde und dass es eine Arbeitsgruppe geben würde und so weiter. Wir haben das nachgehalten, mehrfach nachgefragt.
Nichts davon ist leider zustande gekommen. Es gab darüber hinaus ein Interagency-Programm zum Thema Gender-Based Violence im Kontext von Covid beim Department of Gender. Auch dort haben viele NGOs nachgefragt, aus der kenianischen Frauenbewegung heraus. Es ist leider nicht feststellbar, was mit den Mitteln passiert ist, die dort zugewiesen worden sind. Es ist im Sande verlaufen. Und es zeigt eigentlich auch, dass Covid nur eine von vielen Krisen ist, mit denen wir es zu tun haben. Wir haben es mit einer massiven Schuldenkrise zu tun. Wir haben es mit einem massiven Governance-Problem zu tun. Das sieht man ja an der Stelle. Keine Rechenschaftspflicht gibt, ein hohes Maß an Korruption. Und insofern müssen wir das auch in dem Kontext sehen. Es gab natürlich hier und da, wohltätige Bemühungen, sogenannte Dignity Packs, auch Shelter temporär. Aber diese Maßnahmen waren mehr oder weniger ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Frage, eine deiner Fragen war, was muss sich ändern? Und da möchte ich eigentlich mitschließen. Was sich ändern muss, ist, dass wir Covid-Strategien und auch in anderen Bereichen Strategien annehmen, die man einfach nach dem Schema F rüberkopiert. Natürlich hat man hier viel lernen müssen erstmal und es gab eine große Unsicherheit am Anfang, aber es hat sich als sehr schnell erwiesen, tragischerweise, dass eigentlich die Gegenstrategie zu Covid in Kenia mehr Schaden angerichtet hat als der Virus selber. Ich will den nicht damit verharmlosen oder kleinreden, das ist völlig klar. Aber die Lebensrealitäten in der kenianischen Gesellschaft sind eben nur bedingt in Rechnung gestellt worden. Und so gesehen, wenn Jana vorhin gesagt hat, vieles davon hätte man vorhersehen können und es ist trotzdem sehenden Auges passiert, dann ist eigentlich die Frage, ob man nicht jetzt die Diskussion führen kann, um beim nächsten Fall, im Falle einer zweiten Welle, die wir alle hoffen, dass sie uns nicht erwischt, also einer großen zweiten Welle, dass die uns nicht erwischt, besser vorbereitet zu sein und eben gerade die Verwundbarsten in der Gesellschaft besser schützen zu können. Mhm. Vor allem auch ökonomisch, also beides, ökonomisch und... Ja, ich werde auf jeden Fall nachher nochmal nachfragen. Ja, ist es eben ein Momentum zu sagen, wie bereitet sich eine Gesellschaft besser vor, außer, wie du sagst, die sozialen Netze sind die Familien, die sozialen Netze sind die ländlichen Räume. Annette, wir tun alle so, als wärst du jetzt diejenige, die uns in den, was die Gegenstrategien angeht, die großen Hoffnungen überbringst, ausgerechnet aus Brasilien. Da gibt es auch viele miteinander verwobene, multiple Krisen, vor allem auch die Bolsonaro-Krise, der ja wirklich auch ganz schrecklich in der Pandemie agiert und sehr viele Tote in Kauf nimmt. Ein bisschen auch über Brasilien hinaus. Argentinien habe ich schon angesprochen. Wo gibt es richtig gute auch Gegenbewegungen? Wo agieren Frauen, die LSBTI-Community so, dass sie eben auch versucht, Verbesserungen, Veränderungen herbeizuführen, strukturell was zu verändern? Ja, also siehst du da was? Also so der richtige Schwung ist in Brasilien natürlich so in diesem Moment auch sehr schwierig, weil was Ulf gerade gesagt hat, hier ist es einfach, Bolsonaro ist ein größeres Problem als der Coronavirus, das kann man so sicherlich nicht sagen bei den Zahlen, die hier sind, aber Bolsonaro ist, was jetzt Frauenbelange angeht, LGBTQ-Belange angeht, ist Bolsonaro eine enorme Bremse und mit dieser Regierung ist da auch keine Verbesserung zu erwarten. Der Moment Argentinien, den du erwähnt hast, der ist ein Knüller für die Region, weil er einfach allen Frauen, glaube ich, die jemals hier Frauen bewegt waren, gezeigt hat, es lohnt sich eben auch manchmal dran zu bleiben. Das hat 30 Jahre gedauert, bis diese Gesetzeserleichterung jetzt geschaffen ist und Schwangerschaftsabbruch legalisiert worden ist. Und das hat einen unglaublichen Power gegeben und diese Power ist mehr als nötig. Hier, denke ich, sind die Gegenstrategien, ist noch schwierig, die Strategien zu nennen. Was ich toll finde hier ist, dass gerade aus der Frauenbewegung, aber auch darüber hinaus, also bei den Journalisten, viel in Energie da reingesteckt wird, diese Themen sichtbar zu machen. Und es gibt hier auch in den Mainstream-Medien, es ist ja ein Teil der Medien, die stehen ja auch nicht hinter Bolsonaro und die haben aber wahnsinnig viel Zuschauer hier. Und die sind für genau diese Themen unglaublich offen. Und von daher, es muss aber in der Regel so ein bisschen aufbereitet sein. Und da haben sich aber Organisationen auch oder Aktivistinnen aus der Frauenbewegung eben aufgemacht und wirklich viel Material gesammelt. Und das erscheint hier immer wieder.
Es gibt in den Elendsvierteln oder in der Peripherie eine Reihe von Gruppen von Journalisten von unten und Journalistinnen von unten, die diese Themen jetzt nochmal speziell für die Peripherie auch aufbereiten. Das finde ich ganz toll. Und da ist eben dieses besondere Thema hier aus Brasilien, sind die Auswirkungen der Pandemie, gerade in dem Care-Kontext, auf arme und schwarze Frauen hier. Und da ist einiges wirklich passiert. Dann ist die schwarze Frauenbewegung ganz stark zum Thema Hausangestellte auch gewesen und hat so eine Kampagne losgetreten. Wir brauchen unsere Mütter zu Hause, wo sie eben die Arbeitgeber auffordern, die Frauen so zu Hause zu lassen, entlohnt und nicht zu ihnen zu kommen oder zu entlassen. Es hat richtig auf der Straße auch eine ganze Reihe von Solidaritätsaktionen und Demonstrationen gegeben, online auch, aber auch auf der Straße zu besonders heftigen Skandalen. Also es ist ein Recife, ein Junge vom Dach eines Hochhauses gestürzt, weil die Arbeitgeberin der Hausangestellten, das war der Sohn der Hausangestellten, nicht richtig auf ihn aufgepasst hat. Es ist eine ganz bekannte Richterin hier durch Feminizid in Rio im Dezember auf offener Straße erstochen worden vor ihren Kindern. Da ist dann unglaublich was losgetreten. Und da die Themen sind zum Glück nicht leise oder diese Momente sind zum Glück nicht leise vergangen. Da wird dann auch die Justiz tätig und fordert auch Strafverfolgung. Das ist auch, da kann man sich zum Glück auch noch ein Stück weit drauf verlassen. Gegen Gewalt hat es eine Vielfalt von ganz pfiffigen Initiativen auch gegeben. Die Notruftelefone sind alle intakt geblieben. Hat sich ein Netzwerk gegründet von Frauen, 700 sind das immerhin, die Beratung geben bei Gewalt gegen Frauen über WhatsApp. WhatsApp ist hier leider noch immer das Mittel der Wahl oder das Kommunikationsmittel der Wahl. Aber immerhin hilft es dabei, wenn man verzweifelt ist. Und es ist manchmal leichter so, als wenn man jetzt das Telefon anruft, weil viele Sachen auch so Apps neu entwickelt worden sind, wo man dann Nachrichten schicken kann und nicht anrufen muss. Wenn man immer den Täter gleich im selben Zimmer hat, ist das halt oft nicht so einfach. Gut, und ich hatte schon gesagt, dass auch auf dieser Stadtratsebene jetzt einige Frauen sich entschieden haben, zu partizipieren, unter Einfluss zu nehmen und diese Agenten einzubringen, auch wenn insgesamt die Zahl der Frauen leider nicht größer, sondern eher ein bisschen kleiner geworden ist. Aber sonst so ganz richtige Strategien, die jetzt hier landesweit fordern würden, dass sich was ändert, die sind nicht da. Die Regierung Bolsonaro möchte die Frau zurück an ins Heim und an den Herd. Das vertritt sie ja auch ganz offen. Und da ist einfach der Kampf schon mehr dagegen. Wie kann man diese ganzen Rückschritte eigentlich eindämmen? Ja, erstmal soweit an euch dreien. Großes, großes Dankeschön für die Vielfalt von Information und Zahl. Viele Fragen, ich lese ein bisschen mit im Chat, richten sich auch danach, ob die Präsentation von Jana zur Verfügung steht, die Zahlen zur Verfügung stehen. Vieles steckt in den Informationen, den Leseempfehlungen, die wir schon im Chat haben. Alexandra, hast du uns ein paar Fragen ausgewählt? Wir haben noch eine gute Viertelstunde Zeit. Bleiben Sie noch ein bisschen bei uns, das finde ich toll. Alexandra, hast du was ausgewählt aus den Fragen? Ja, Barbara, es gibt ein paar Fragen bzw. Nachfragen. Ich möchte aber zunächst einen Kommentar an euch weitergeben. Und zwar eine Zuschauerin hat nochmal unterstrichen, dass der Inhalt, den wir gehört haben, zwar ziemlich drastisch ist. Und der hat aber umso deutlicher gemacht, wie wichtig dieses Thema ist. Und denn wir haben klar gesehen, dass es uns alle verbindet, ne, von Brasilien über Bosnien-Herzegowina bis Kenia und uns alle weltweit verbindet. Und dass es sehr wertvoll war, dass ihr Betroffene selber zitiert hat und auch Geschichten von Personen erzählt hat. Das war, ja, das war sehr wertvoll und vielen Dank nochmal dafür an euch alle. Und ja, es gibt ein paar Fragen. Eine Frage an dich, Annette, wie sich die Rhetorik in Brasilien und ob sich die Rhetorik in Brasilien Frauen und LGBTIQ-Menschen gegenüber verändert hat während der Pandemie, ob sie sich verschärft hat oder ja, was da bis ja, jetzt... Ob es Ressentiments gibt mehr. Ob es Ressentiments gibt, ja, wie sich... Der öffentliche Diskurs, so habe ich verstanden, verändert hat. Ja.
Und dann gibt es auch Fragen, ja, Stichwort positiver Ausblick, eine Frage an dich, Jana, über Best Practices hinsichtlich gendersensibler Covid-Maßnahmen. Gibt es Regierungen, die zum Beispiel feministische Beiräte in ihren Krisenstäben in ihren Ländern konsultiert haben? Ja, und dann gibt es auch kurze Nachfragen, einmal ob die Zahlen, die du präsentiert hast, Jana, dem Oxfam-Bericht entnommen waren oder hattest du, ja, du hattest wahrscheinlich verschiedene Quellen benutzt, vielleicht kannst du ein paar davon nennen und wie heißt die Gruppe, die sich mit Frauen in Führungspositionen in NGOs beschäftigt? Okay, möchtest du damit anfangen, Jana, mit dem letzten? Kann ich gerne machen, genau. Ich gehe dann gleich von hinten vor. Ich hoffe, ich habe alles im Kopf. Barbara, du erinnerst mich im Notfall. Die eine, also die Frauen, die Organisation, die NGO, die zu feministischer Führungskultur arbeitet, ist tatsächlich eine Partnerorganisation von uns. Fair Share heißen die. Die sitzen auch in Berlin und arbeiten aber weltweit. Und könnt ihr googeln. Ich habe den Link auch gerade in den Chat geschrieben. Das als erstes, die zweite Frage zu den Krisenstäben oder wie Frauen eben auf die Krisen reagieren oder Regierungen reagieren. Es gibt eine ganz gute Studie von der Liverpool Universität. Ich kann da auch gleich mal noch den Link reinposten, die tatsächlich belegt, dass Frauen, also Länder, in denen Frauen regieren, Covid-19 besser bewältigen. Und da wird ganz deutlich, dass dass erstens Frauen sitzen in den Krisenstäben, also sie wissen, wie man auf diese Maßnahmen reagiert. Zweitens reagieren sie resoluter. Also wenn hohe Todeszahlen sind und hohe Fallzahlen, dann machen sie schneller das Land dicht. Und dieser schnellere Lockdown ist zwar nicht gut für die Volkswirtschaft vielleicht erstmal, aber führt tatsächlich dazu, dass die Zahlen schneller runtergebracht werden können. Das belegt die Studie ganz gut. Darauf habe ich mich auch bezogen. Und genau, woher ich alle meine Zahlen und Daten habe, es ist tatsächlich eine endlose Recherche. Es gibt unglaublich viel. Und ich kann auch gleich nochmal einige Links in den Chat posten, aber wirklich von ILGA World, von UN Women, von den ganzen anderen UN-Institutionen, auch vom Oxfam-Bericht, aber der kam ja auch erst gerade raus, sondern es sind einfach sehr, sehr, sehr viele Studien und das ist ganz toll. Also ich finde, die Datenlage weltweit ist enorm gut und das ist schon mal ganz schön viel wert. Soweit erstmal. Ja, danke. Du hast alles beantwortet. Ich muss dich an nichts erinnern. Das ist schon mal gut. Annette, ich habe gerade noch eine Frage. Ja. Annette, an dich ging ja die Frage vor allem nochmal, inwiefern sich der Diskurs oder die Ressentiments verstärken durch die Regierung Bolsonaro gegenüber Frauen. Ein bisschen angedeutet hast du es ja auch und gegenüber der LSBTI-Community. Ja. Ja, hat sich, also dieser Diskurs hat sich verstärkt. Brasilien ist auch ein sehr gespaltenes Land. Jetzt in diesem Augenblick hat Bolsonaro die Wahl gewonnen und ist von daher an der Macht. Aber er selber führt einen Diskurs, der ist wirklich extrem frauenfeindlich und LGBTI-feindlich, um kaum zu steigern. Er hat ja so Sachen gesagt wie im Wahlkampf noch, er hätte lieber einen Toten als einen schwulen Sohn und so. Und geht also auch mit dieser diffamierenden Rhetorik ganz offensiv um. Er hat zu einer Abgeordneten gesagt, du bist also es ist ja nicht mal wert, vergewaltigt zu werden von mir. Also solche, das war sein Diskurs im Wahlkampf. Das führt dazu, dass viele Menschen, die ihn, seine Anhänger sind, sich so legitimiert fühlen, eben diese Verachtung auch weiter auszuleben. Und das hatte ich ja ganz am Anfang schon gesagt, gerade in den nicht so großen Städten an der Peripherie und auf dem Land findet man wirklich viel stärker auch nochmal Gewalt gegen Frauen, gegen LGBTI, also im Öffentlichen. Und ich muss noch dazu sagen, ich habe jetzt immer so stolz davon erzählt, dass da 50 Stadträte gewählt worden sind oder Stadträtinnen aus dem LGBTI-Spektrum, die haben alle unmittelbar nach ihrer Wahl massiv Todesdrohungen bekommen. Man kann, also die bekommen dann auch zum Teil Polizeischutz, wenn sie dann gewählt sind, aber das nützt ja nichts. Also das sind, wenn man sich da entscheidet, wirklich
in die Politik zu gehen, dann macht man das auch mit dem großen Aufwand. Alexandra, es gibt noch weitere Fragen. Ich sehe die auch, aber bitte hilf uns. Ich glaube, eine an Ulf jetzt direkt. Alexandra? Ja, hier bin ich wieder. Genau, es gibt noch zwei Fragen. Die eine, die würde ich an alle richten. Also die Frage, was können deutsche Projekte, was können deutsche Organisationen für LSBTIQ-Menschen in diesen Ländern machen? Können wir, ja, was können wir tun? Wie können wir helfen in den genannten Ländern oder überhaupt weltweit, wo diese Probleme besonders brennend sind? Und eine Frage an Ulf geht auch in diese Richtung. Also was kann der globale Norden tun, um über Covid hinaus die Lebensbedingungen, diese vernichtenden Lebensbedingungen in Kenia und im afrikanischen Kontinent für Frauen und LSBTIQ-Menschen verbessern? Also zwei Fragen, die zusammenhängen. Dann beginnen wir jetzt mit Ulf. Ja, danke. Also ich finde es schon mal prima, dass die Frage beinhaltet über Covid hinaus. Ich glaube, das würde ich erstmal aufgreifen wollen. Nochmal, ich möchte diese Krise nicht kleinreden, in keiner Hinsicht. Aber das, was an erster Stelle steht, und das will ich echt nochmal wiederholen, wir haben bis heute 1750 offizielle Corona-Tote in Kenia und wir haben aktuell 130 neue Infektionen am Tag im ganzen Land. Das ist wahrscheinlich so viel wie in Berlin in zwei Stadtteilen an einem Tag im Moment. Weiß man denn was über die Dunkelziffer? Wie gesagt, die Dunkelziffer, die wird es geben, aber sie kann so gigantisch nicht sein, weil wir wissen, wie die Lage in den Krankenhäusern ist und wir wissen auch grob, was die Sterbezahlen angeht. Also ich habe monatelang damit gerungen, es bezweifeln zu wollen, aber es scheint unterm Strich so zu sein, dass wir dieses eine Mal, ist Kenia, ich habe so diese Vorstellung, dass da jemand gesagt hat, ihr habt schon genug andere Probleme, ihr kriegt jetzt mal eine Pause. So, das ist so der Eindruck, der sich einem vermittelt. Denn in die Situation ist, was die Pandemie selbst angeht, in Kenia auch durch ein relativ bedachtes Verhalten der Regierung am Anfang relativ glimpflich abgelaufen. Aber der Punkt ist, über Covid hinaus, diese Krise, was Covid angeht, ist hier weitgehend eingedämmt und aktuell nicht das große Thema. Wir kämpfen vielmehr mit den Folgen der Covid-Einschränkungsstrategien, ja, vor allem der wirtschaftlichen. Und insofern, also die erste Frage ist für mich, ob wir das, die Priorität, die der Covid-Krise zugeschrieben wurde, die sollten nicht minimiert werden, aber wir müssen zu den anderen Themen zurückkehren. Wir müssen über die grundsätzlichen Fragen in Kenia wieder sprechen können. Und ich glaube, da können wir einfach nur daran appellieren, dass wir die Arbeit, die wir in den Bereichen tun, über die ich auch gesprochen habe, also angefangen von dem fehlenden Schutz für Frauen und Mädchen, dass man darüber diskutiert, wie prekäre Einkommensverhältnisse verbessert werden können und Rechtssicherheit für Leute im informellen Sektor geschaffen werden kann, auch über ein steuerfreies Mindesteinkommen eine Diskussion geführt wird, dass die Rechte von sexuellen Minderheiten weiter gefördert sind, so wie wir das bis jetzt mit unseren Partnern tun und andere auch, dass vernünftige Investitionen im Gesundheitswesen passieren. Das sind die Debatten, zu denen wir letztendlich da zurückkommen müssen. Und vielleicht ein zweites, also da ist, glaube ich, der globale Norden nochmal deutlich mehr gefragt, auch wenn es ein sehr komplexes Thema ist. Kenia hat in der zweiten Jahreshälfte 2020 61% seines Steueraufkommens für den Schuldendienst aufwenden müssen. Die Krise hat ganz konkret jetzt auch dort zugeschlagen. Und wenn das nicht bearbeitet wird, dann werden die schwächsten Bevölkerungsteile noch mehr an Kaufkraft verlieren. Und letztendlich ist auch mein Schlusswort, Barbara. Letztendlich Sorry. Ist das der erste Brandherd, der gelöscht werden muss. Ja, ein Thema, zu dem die Stiftung ja auch intensiv arbeitet. Hohe Verschuldung verhindert eben auch, dass Länder überhaupt noch Mittel haben, um soziale Ausgaben zu machen. Auch das ein Anliegen der Heinrich-Böll-Stiftung. Dazu melden wir uns an anderer Stelle dann wieder zu Wort.
Wir sind jetzt wirklich langsam knapp mit der Zeit und deswegen würde ich jetzt dich, Annette, und dann dich, Jana, bitten, erstens nochmal auf die Frage einzugehen, die Alexandra gestellt hat und gerne auch nochmal, so wie Ulf jetzt auch, ein kleines Schlusswort oder einen Satz sagen, der euch besonders, oder ein Anliegen, das euch besonders wichtig ist. Annette. Unmute, please. Jetzt ist doch noch einmal passiert. Ja, in der anders als in Kenia ist hier Covid ein Riesenthema. Da wird es auch, das wird auch noch dauern, bis das in irgendeiner Form hier besser wird. Im Augenblick gibt es große Bemühungen, ein Impeachment-Verfahren gegen Bolsonaro auf den Weg zu bringen, wegen seines katastrophalen Corona-Managements. Wenn diese Regierung abgelöst würde, wäre das sicher für alle Belange, über die wir heute gesprochen haben, vom großen Vorteil. Aber ob das so weit kommt, wird man sehen. Vielleicht belasse ich es einfach dabei. Ja, dann hoffen wir, dass eben auch in Brasilien, in der Politik, in den Bewegungen da entsprechend der politische Druck aufgebaut wird, dass es auch in Brasilien zu einem Regierungswechsel kommt. Das sehe ich natürlich genau wie du. Das wäre das Beste für alle, aber eine Alternative aufzubauen ist auch nicht so einfach. Auch das wissen wir von Brasilien. Jana, du darfst jetzt das fast vorletzte Wort haben. Ja, danke. Genau, ich wollte auch nochmal auf diese Frage eingehen, was man eigentlich in deutschen Organisationen für LSBTI und Frauen machen könnte. Also ganz praktische Tipps sind so einfaches Funding ermöglichen, wie es eben möglich ist. Also wenig Nachweispflicht, schnelle institutionelle Förderung für die Organisation, dass die überleben können und die eben vor Ort dann die Arbeit auch umsetzen können. Und das heißt eben auch gerade bei öffentlichen Geldern, wir haben ja dasselbe Problem, dass es tatsächlich auch die Ministerien da, wenn möglich, einfachere Wege der Förderung anbieten könnten. Und das andere ist tatsächlich auch Solidarität, ja, Schutzräume schaffen, Gesprächsräume eröffnen und auch tatsächlich nachfragen, was braucht ihr eigentlich? Ich glaube, die Communities wissen ganz gut, was sie brauchen und was möglich ist. Und ich glaube, diese Nachfrage zu stellen, eröffnet eben die Möglichkeit, darüber zu sprechen. So viel erstmal. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war voller Informationen. Ich kann euch zurückmelden, dass es schöne auch Lobe gab für eure vielen Informationen, gebe ich jetzt gerne an euch weiter. Ich glaube, es macht deutlich, und es ist ja Anliegen auch von Böll Global und von unserer Online-Reihe, die wir ja anlässlich der Pandemie auch aufgelegt haben hier in der Stiftung, dass es so zwingend notwendig ist, dass wir über diesen deutschen Tellerrand hinausgucken. Weil bei uns ist ja auch sehr evident, dass die Berichterstattung sich ausschließlich darauf konzentriert, wie wir hier in Deutschland mit der Pandemie umgehen. Es gibt sehr wenig Informationen, wie geht es den vulnerablen Bevölkerungsgruppen in anderen Ländern, wie geht es überhaupt Menschen in anderen Teilen dieser Welt. Mit Böll Global versuchen wir genau diese Informations- und Wissenslücke auch ein Stück weit zu schließen. Ich glaube, das ist uns heute nochmal ganz spezifisch und bezogen auf, wie geht die Pandemie mit Frauen um und was macht sie mit den Geschlechterverhältnissen, wie wirkt sie sich auf LSBTI-Menschen und Personen aus. Das, glaube ich, ist uns ganz gut gelungen und in diesem Sinne werden wir weiter diskutieren, mit unseren Partnern, Partnerinnen an Veränderungsprozessen arbeiten. Gerne viele gute Praxisbeispiele, mutmachende Beispiele, die brauchen wir auf jeden Fall, weil die Krise und die Pandemie eben wirklich Verheerungen anrichtet, uns auch zurückwirft, gerade auch in feministischen Kontexten zurückwirft. Das, glaube ich, haben wir ganz gut verstanden heute Abend. Euch jetzt nochmal herzlichen Dank nach Sarajevo, nach Nairobi und nach Rio. Beneide Annette um die 38 Grad, auch wenn es dir vielleicht ein bisschen zu warm ist. Herzlichen Dank nochmal an euch und bis bald. Wir sehen uns ja auf jeden Fall.
Im Chat sind all die Links drin. Wir haben viel gesammelt. Machen Sie sich diese Informationen zunutze. Ich finde es auch wirklich super, dass wir doch global sehr viel wissen, wenn wir es wissen wollen und wenn wir es bereitstellen. Und wir warten noch kurz, damit sich ein paar Menschen das rauskopieren können. Ich sehe das. Kopieren Sie sich raus. Ihnen erstmal herzlichen Dank für Ihre Beteiligung und Teilnahme an unserem sechsten Böll Global. Und ja, in diesem Sinne, Dankeschön an alle, die dabei waren und an euch.